Sehr geehrte Bürger der Bundesrepublik Deutschland, sehr geehrte Justiz, wir sind in Angemis. Mit großer Unzufriedenheit haben wir die Verhandlungen um Kino.to verfolgt. Wie kann es sein, dass ein Programmierer für Verletzungen gegen das Urheberrecht mehr Jahre Haft als beispielsweise ein Mörder oder Kindesvergewaltiger bekommt? Der Chefprogrammierer hat 3 Jahre und 10 Monate Haft bekommen. Dieses Urteil sehen wir als überzogen an. Aus diesem Grund fühlen wir uns gezwungen, einige Weltpräsenzen der Justiz lahmzulegen. Es geht uns dabei nicht darum, die Strafe zu verringern. Dazu ist niemand mehr in der Lage. Es geht darum, dass die Menschen endlich aufwachen. Aufwachen aus einer Zeit, in der 1000 Euro mehr wert sind als ein Menschenleben. Ständen nicht gewaltige Lobbyismusverbände hinter dieser Anklage, wäre sie wahrscheinlich viel geringer ausgefallen. Viele Künstler nutzen YouTube als Werbeplattform. Trotz kostenloser Musikvideos ist der Durchschnittsumsatz von Künstlern und Filmindustrie in den letzten Jahren gestiegen und das wird er auch weiter. Die Verfolgung dieses Falls in so einem Ausmaß geschah ohnehin nur auf Drängen der sogenannten Freien Demokratischen Partei, kurz FDP. Das Wissen der Menschheit steht jedem Menschen zu. Wir sind in Angemis. Wir sind viel. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.